Ich hab einen Haken im Fuß, glaube ich. Da bin ich einfach nur reingestampft. Ja, hier mit Bulls, Alter, da erlebt man was. Ja. Tag 3, Scherentour. Wir haben ein richtig geiles Gebiet, wie ihr schon im Hintergrund seht. Wir werden heute ein paar Hechte fangen, vielleicht sind ein paar Dicke dabei. Wir werden Jirken, Gummis, Fischen und das Wetter ist richtig gut. Das ändert sich heute nochmal vom Wind her ein bisschen. Erst fischen wir ein paar Buchten aus, dann fahren wir raus an die Inseln und fischen in den Scheren. Und wir nehmen euch mit, ihr seid dabei, wir fangen was Dickes. Genau, denkt man die Route. Ready? Ja. Ist ready? Ja. Nur ich hoch. Komm her. Junge, Junge. Nice, Mann. Da fehlt nicht viel zu 80. Bam. Schöner Fisch. Wie lange haben wir geangelt? Halbe Stunde? Coole Ecke. Jetzt bist du dran. Definitiv. Kai, schnell messen, oder? Ja. Jawollo. Ich würde sagen, der ist 85, wa? 85? Jo. Ich bin noch fit gewesen gerade. Wunderschön. Er geht schon runter. Hey. Herrlich! Die Route macht's, ne? Geil, hat sich echt geil angefühlt. Ja, gerade erster Fisch auf die Dentist Cast 255. Macht einen sehr guten Eindruck. Der Biss kam richtig knallhart, gutes Gefühl. Geil, auch der Drill, mega. Das hat sehr viel Bock gemacht, danke Tim. Sehr gern. Mega! Let's go! Ja, passt schon. Alles gut. Wie ist denn das jetzt hier drin? Ich dachte, du wirst hören, wenn ich einen Biss habe. Schrei ich alles zusammen. Könnt ihr bitte aufhören zu filmen? Ich mag das nicht. Ich will keine Aufnahmen. Stopp! Bis dahin und nicht weiter. Jetzt zieht perfekt drüber. Ist gut. Muss was geben. Ja. Da ist er. Ich sag doch, muss was geben. Zieht perfekt drüber. Na, so Kaliber wie eben vielleicht. 70, Kescher oder? 70, 80? Ja, Kescher. Oh, jetzt hat es den Kescher wirklich komplett erledigt. Geht's rein? Ready? Auf jeden Fall. Nice. Sehr viel. Bitte lang. Nummer 2. Weg ist er. Geil. So kann es weitergehen. Hat eben auch Glück gebracht. Machen wir weiter so. Das ist ein Klick für dich, ne? It's a clicker. Das
diese Regieanweisung ist echt für den Arsch. Fährst du hier um Block oder was? Im Drive-By. Das ist hier Micha sein Block. Verschreddert oder was? Nein. Zerschreddert. Biest über Biest. Was denn? Der Wurf ab. Spitzenmäßig. Ja. Der war geil. Wo sind denn hier die Meerjungfrauen? Perfekten Steine sind auf jeden Fall da. Ich bin hier so schön mittendrin im Sandwich. Ist nicht das, was du denkst. Enter. Ich krieg schon wieder Hunger. Hast du noch Kekse? Man kann ja nicht so viel reden, das ist ganz gut. Komm ran hier, auf den Meter. Habe ich das nicht elegant gegessen? Das sieht bestimmt super aus auf Kamera. Schreibt's mal unten in die Kommentare. Was ein Spinner. Ja Leute, das ist die Scherentour 2021 hier an Bord mit dem Micha. Und dem Jan. Und welchen Jan? Kleiner, aber egal. Lieder will ich haben. Okay. Ja, du kommst mal nicht ins Wasser stellen. Das ist Junge. Alter. Komm weg. Alles gut. Nice. Danke sehr. Da scheint heute nicht der Verkehrteste zu sein, muss man sagen. Was ist das denn für Nudelsalat hier? Kleiner Lifehack fürs Drillen beim Hechtangeln, auf jeden Fall in den Scheren. Es ist flach, da springen die Hechte oft raus. Haltet die Rute unten, ne? Weil wenn der Fisch springt und eure Rute zeigt nach oben, das ist gar nicht schlecht, dann verliert ihr den tendenziell schneller. Und lange Hakenlösezangen sind auch immer wichtig, ne? Das ganze Mal reinkommt. Schön, es läuft. Das Scherenangeln ist jetzt nicht wahnsinnig anders als das Angeln bei uns zu Hause an Seen und Flüssen. Na, ihr könnt das gleiche Tackle quasi da fischen, nur vielleicht eine Nummer überdimensionieren, weil man fischt halt viel im Kraut, überall sind Kanten. Also ein dickes Vorfach auf jeden Fall, wenn ihr Fluh nehmt, mindestens 1 mm. Und die Hauptschnur kann auch etwas stärker gewählt werden. Also unter 18er würde ich ja gar nicht anfangen, tendenziell ein Stück drüber. Und dann fischt ihr im Kraut, an Stein und achtet halt immer auf den Wind. Weil der Wind spielt immer in den Scheren eine große Rolle. Ne, man muss sich oftmals die windzugewandte Seite raussuchen, also da, wo der Wind drauf drückt. Und wenn der Wind zu stark wird, dann ist es oftmals besser im 45-Grad-Winkel. Ne? Also wenn der Wind dann 45 Grad auf die Steine oder auf das Kraut da drauf drückt, dann sind die Fische eher da. Und dann ist es grundsätzlich eigentlich gar kein Hexenwerk. Man sucht sich durch und oftmals stehen viele Fische konzentriert an irgendwelchen Spots. Und die sucht man sich und dann fängt man sie auch. Hast du gehabt? Okay. Mal bei uns. Die hat einen Nachläufer gehabt. Den hole ich mir jetzt. Ja, da war er dran. Das war er? Das war er. Hätten dir gegönnt. Ich habe ihn eingeloggt. Ich fische heute mal die Dentist Cast vom Bullseye, so als Test. Und ich muss sagen, nachdem mir gestern 6 Fische, also nicht ausgestiegen, sondern ich habe nur Bisse gekriegt, nicht gehakt gekriegt. Heute ging bis auf 1 alle 3 direkt dran. Läuft. Die
Hooks sitzen auf jeden Fall. Ich bin in die Köderbox rein mit meinen ganzen Haken drin. Ja. Aber ich hab einen Haken im Fuß, glaube ich. Sind wir in 5 dran? Ja. Welchen drin? Alter. Das Haken richtig drin? Im Fuß? Ich weiß. Warte, gib mal her. Ich will wieder Test machen. Guck mal, die Hooks. Aua. Deine Fuß tut mir richtig weh. Ja, aber ich. Kann ich Widertouch machen? Widertouch! Ja, das Gewehr, ich hab's. Okay. Oh, ich bin frei! Yes, nice! Bam! Voller Einsatz hier! Und das ohne Haken. Und das in diese Köderkiste, Alter! Das erinnert mich an die andere Situation, die wir schon mal hatten. Da hänge ich hinten auch noch irgendwo drin, oder was? Ja, ich hänge da eigentlich. Warte. What the fuck? Was ist hier los, ey? Armageddon. Ja, hier mit Bulls, Alter, erlebt man was. Oh, ey. Armageddon. Armer Michael ist das eher. Oh, hier ist auch noch ein Haken. Ich bin auch mal da reingerannt. Du brauchst ein 8-Meter-Boot oder sowas. Nice. Vierter. Es läuft irgendwie. Es scheint aber auch die Farbe zu sein. Ist immer der gleiche Köder die ganze Zeit. Klappt echt gut. Einschlage vom Knüppel hart und nehmen den auch komplett. Eigentlich hatten wir die letzten Tage immer nur spitze Bisse. Jetzt gerade geht's. Schön. Komm, du darfst auch direkt weiter schwimmen. Kollege, Schnürschuh. Mach's gut. Geil. Ja. Why not? Überlebt. Dass der Kato ist. Alter, ich hatte ein bisschen Schiss, dass ich gleich 3 Haken unten im Fuß habe. Junge, guck dir mal die Kiste an. Da bin ich einfach nur reingestampft. Ich muss hier aufbauen, okay. Auch immer gut, wenn man nur mit Socken auf dem Boot rumläuft, ne? Sauber. Nächstes Mal trage ich Stahlkappen. Safe. Ja, nächstes Mal ziehst du mal Schuhe an. Arbeitsschuhe. Okay, ich bin froh, wenn wir den Tag heute heil überleben. Wir zu viert wieder an der Slipstelle ankommen, sich niemand was bricht und wenn die zwischendurch ins Krankenhaus fliegen müssen. Ja, speichert euch immer die Nummer von der Seerettung ein. In dem Gebiet, das ist immer ganz wichtig, wenn ihr irgendeine Panne habt oder mal auf einen Stein fahrt oder einen medizinischen Notfall habt. Da gibt es immer in Schweden für jedes Gebiet eine Nummer. Googelt die einfach, das ist immer wichtig, die braucht ihr immer dabei. Wichtig! Wichtig! Geil! Mega! Bedankt, Tim, danke für den Köder. Sehr gerne. Heftig! Boot in Schneider. 7 Fische im Boot. Komplett. Nice, ey. Jetzt geht's weiter. Zweistellig, habe ich gesagt, ist das Ziel. Das fangen wir auf jeden Fall. Tut mir richtig Töne mit Fischen hier. Meinst du? Ja. Guck da. Fisch Numero 5. Bam! Voll praktisch, nur kein Handtuch mehr, ey. Das ist richtig gut. Boah, ich riech's aber auch schon. Das ist, mal gucken, ob das im Laufe des Tages noch mehr wird. Geil, schon wieder so ein Nudelsalat. Ein ziemlich cooler Spot. Wir haben hier eine vorgelagerte Insel. Jetzt drückt der Wind hier rein. Und hinter dieser Insel ist quasi eine kleine Bucht, die so einen Meter tief ist und da ist relativ viel Kraut. Und da kamen jetzt doch einige Bisse. Ja, voll auf den Kopf getackert, ne? Aber nicht gesessen. Der nächste sitzt.
kleiner Hecht. Guter Biss. Tolle Farben. Ja, die Farben sind toll. Ne, 82, habe ich recht. Oh, Alter, das hört sich so falsch an, aber das. Ja, Fisch. Fisch. Digga? Ja. Jo. Jo. Wer doch Fisch. Oh, oh nein. Boah, guck mal, ein richtig guter. Boah, der war richtig gut. Hast du gesehen, wie groß der war? Jo. Dann ist hier auf jeden Fall noch einer drin. Oh. Also, will nichts Falsches sagen, aber der kam dem Meter aber ganz nah. Ja, boah, 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 der ist noch größer. Oder? Nee, vielleicht nicht. Nee, nee, ich glaube. Doch, der ist ein schöner Fisch. Achtung, Achtung, Achtung! Wow, 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 wow. Ja, haben wir ein bisschen so. Boah, boah. Ist am Kessel? Jetzt! Ein Bock. Wahrer. Achtung, ja, ja, kommt unter Boot hoch. Jetzt. Petri, ey. Das war er, oder? Ja. Ich glaube, der andere war größer. Ne? Ja, noch, der größer noch. Ja, aber die Seite. Alright. Ja. Das ist dein Blut, ne? Ja, ja, ist mein Blut. Okay. Ja. Geil, Mann. Achso, vielleicht jetzt nicht das sauberste Tuch, aber. Alles gut. Gehört dazu. Der Angeltag ist vorbei, wir haben richtig gut gefangen, es waren auch sehr schöne Fische dabei, wir haben viel gelacht, wir hatten viel Spaß, haben Sonnenbrand und so kann der Tag vorbeigehen. Hat es euch Spaß gemacht? Top, super Guiding, super Tag. Ja, war der beste Tag bisher in der Schärentour, auf jeden Fall richtig, richtig geil. Schleiten, Pech und Pannen gehabt, ne? Höhen und Tiefen, aber eigentlich mehr Höhen am Ende. Zum Schluss. Ich würde auch nur sagen, rundum einfach nur ein geiler Tag, alles gut gegangen, war sehr lustig. Wir kommen wieder. Auf jeden Fall. Ja, und wenn ihr mehr davon sehen wollt, denkt dran, liken, teilen, abonnieren, die Glocke aktivieren und hinterlasst uns auch gerne einen Kommentar. Hi.